Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich euch mal, wie man sich hier diese Spardose bauen kann. Sie hat einen kleinen Kniff. Welcher das ist, werdet ihr im Video sehen. Und ganz am Schluss vom Video werde ich das Teil hier auch mal benutzen. Da werdet ihr sehen, was hier passieren wird. Du kannst jetzt gerne kurz Pause machen und einfach in die Kommentare schreiben, was du denkst, was passieren wird. Das wäre bestimmt ziemlich spannend. Vielleicht fängt das Teil an zu brennen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht explodiert's. Keine Ahnung. Ich zeige es dir auf jeden Fall am Schluss vom Video. Und wenn du wissen willst, wie man das Teil baut, musst du jetzt kurz dranbleiben. Am Schluss vom Video zeige ich dir, wie gesagt, die Funktionsweise und was passieren wird, wirst du dann dort sehen. Viel Spaß beim Video. Ich werde jetzt anfangen, dieses Teil zu bauen und wir brauchen für das heutige Projekt quasi nur ein Hardware-Teil oder Hardware-Stück und das ist eine Mausefalle. Mega ekelhaft, die Teile. Ich will zuallererst erstmal sagen, ich finde diese Mausefallen hier echt ziemlich abartig. Da finde ich diese Lebenfallen viel, viel besser, denn man weiß nicht, vielleicht wird die Maus dann nur halb gehauen und dann wird der Arm abgeschnapst oder irgend so eine Kacke. Wie gesagt, ich bin von denen nicht so der Fan. Ich bin jetzt aber auch kein Bauernkind, das bedeutet, ich habe keine Ahnung, ob es irgendwann nötig ist, wirklich irgendeine Art von Falle einzusetzen. Aber das nur mal dazu. Nur mal so eine kleine Nebeninfo, es gibt einfach auf YouTube einen Kanal, der beschäftigt sich mit Mausefallen. Das bedeutet, der baut Mausefallen aus dem 2. Jahrhundert, ach, 2. Jahrhundert, ja, aus dem 18. Jahrhundert und so weiter nach. Die Mausefalle ist jetzt aber auf jeden Fall gespannt. Kommt hier so eine kleine Maus. Und ihr habt gesehen, das hat hier sogar das Holz so ein bisschen auseinandergerissen. Und die sagen, machen wir es mal wieder. Boah, Alter. So schnell geht's. Das ist quasi so das Herz von unserem Teil oder von der Apparatur, die wir heute bauen werden. Und ich würde das empfehlen, nicht irgendwie eurer Oma oder so hinzustellen. Nicht, dass die noch einen Herzinfarkt bekommt. Also fangen wir jetzt an. Nur mal so am Rand, es gibt so ein paar Leute, die im Internet andauernd schreiben, ja, du kannst so in einer unaufgeräumten Werkstatt nicht arbeiten. Es ist meine Werkstatt, ich arbeite in der Werkstatt so, wie ich es will. Warum ist meine Werkstatt derzeit unaufgeräumt? Das liegt daran, dass viel Werkzeug hier gerade nicht da ist, weil ich auf dem Weihnachtsmarkt das Ganze benutze. Und ja, deswegen muss ich an vielen Stellen improvisieren, weil viel Werkzeug halt eben nicht da ist. Das ist der Grund. Ich kümmere mich als erstes mal um die Seitenbretter und da werde ich hier dieses Stück Eiche benutzen. Einfach nur, weil ich es noch über habe. Und das werden wir jetzt erstmal auf ein dünneres Maß schrubbeln, damit wir mehr flaches Material haben. Ich habe gerade ein paar Teile zugeschnitten und als nächstes kommt so der kniffligere Teil, denn wir müssen was fräsen. Ich muss jetzt aber als erstes hier meinen Anschlag von der Oberfräse präparieren, denn hier ist der große Ausschnitt. Und würde ich das hier nicht dicht machen, würde ich sehr wahrscheinlich das mit dem ganzen Teil ins Holz reinkippeln. Und weil mein Akkuschrauber ja wie gesagt noch im Auto und alles ist und ich da jetzt schlecht drankomme, mache ich das einmal mit ein bisschen Kreppband dran. Das ist für die paar Fräsungen mehr als okay. Nice. Ihr seht ja schon an einem Teil so ein bisschen, was wir hier getan haben. Ich habe jetzt hier eine umläufige Nut gefräst. Und wenn man die hier an den Kanten jetzt noch gleich ein bisschen schleift, dann wird die auch von außen super gut aussehen. Wie gesagt, das hier machen wir alles von Hand. Und als nächstes fräsen wir mal hier das und dann seht ihr, wie das abläuft. Ach, ich hab's sogar markiert. Ohne Markierung nix Fräse. Hier bei diesen Einlegewänden ist es jetzt nur wichtig, dass die wirklich sehr, sehr locker hier drin sitzen. Denn wenn das alles zu eng ist, hat hier diese Feder einfach keine Power mehr, um das Ding hier nach oben zu katapultieren. Wenn der Sitz gut ist, könnt ihr das alles einmal schleifen. Ich habe mir hier so einen kleinen Anschlag wieder an die Tischbohrmaschine gespannt und kann jetzt hier eine Längsnut bohren. Thank you.
Wenn hier diese Feder ausschlagt, müsst ihr ja noch, natürlich auch hier diese Teile irgendwie nach oben schmeißen können. Und dafür werden wir jetzt hier Schrauben reindrehen. Eins Schraube. Zwei Schrauben. Packt jetzt schnell überall ein bisschen Finish drauf, damit es schöner aussieht. Das sieht aber immer wieder cool aus, wenn man auf Walnuss Finish gibt. Walnuss ist einfach ein geiles Holz. Das Finish verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und unsere Spardose ist fertig. Also mit der Spardose werdet ihr niemals so viel sparen können, würde ich mal behaupten. Denn wenn jetzt jemand mal vorbeikommt und will euch etwas Geld reinwerfen, passiert das. Das ist so fies. Ich zeige euch jetzt noch einmal schnell den Aufbau. Ihr steckt hier ganz einfach die Böden rein, beziehungsweise die Wände. Das ist der erste Gang. Dann müsst ihr die Mausefalle, ich wollte schon Katzenfalle sagen, die müsst ihr dann auch einfach spannen. Boah, ich hab schon Schiss vor dem Teil. Und mit dem Hebel müsst ihr unter die Schrauben. Jetzt kommt dieses Teil hier noch rein. Und dann könnt ihr euren Deckel drauf geben. Und fertig ist die Falle. Wo ist denn eigentlich das Geld hingefallen? Stimmt. Boah, Alter, das Ding frisst Geld. Where is the money? I'm looking for the money. Ah, diesmal ist leider nicht so gut. Ay, caramba! Was? Boah, ey, ich krieg noch einen Herzinfarkt. Komische Spardose. So, das soll es für das heutige Video gewesen sein. Es ist ein relativ lustiges Teil hier, also damit könnt ihr ein paar Leute richtig gut erschrecken. Wie gesagt, ich würde es echt nicht so empfehlen, eurer Oma das Teil hinzustellen. Nicht, dass ihr am Schluss echt noch ein Herzkasper bekommt. Aber so ein kleines Ding am Rande. Ihr könnt das Teil ja aber auch als normale Spardose benutzen. Aber es ist relativ witzig, damit könnt ihr ein paar Leute schön erschrecken. Und du kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob dir dieses Teil hier gefällt. Oder ob du es nachbauen wirst. Eventuell so als Weihnachtsgeschenk. Als Vorweihnachtsgeschenk. Und danach gibt es dann das richtige Geschenk. Sehr gute Idee. Das soll für das heutige Video gewesen sein. Ich freue mich schon drauf, wenn du beim nächsten auch wieder dabei bist. Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Und bis zum nächsten Video, sage ich mal. Tschüss.